Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Dawntrail, wir machen weiter in der unverlorenen Welt. Ich habe eben noch mal geguckt, man kann die nicht mal selber benutzen. Man muss oben mit dem NPC quatschen und der NPC portet einen runter. Was ist denn das für ein Scheiß? Im Raid bekommen sie das hin. Im Dungeon bekommen sie das hin. Open World, geht das auf einmal nicht mehr? Jetzt muss man den NPC anquatschen, damit einen hier runterportet. Hm? Muss zum NPC gehen. Und dann portet der ein. Es kommt keine Animation, die wir wieder hoch oder runter gehen mit der Seilbahn. Nix. So. Jetzt sind auch hier Fates und Gegner. Mitten in der Stadt. Level 99, natürlich. Warum auch nicht? Man kann auch durch die Stadt schwimmen, wenn man denn möchte. Okay. Zufriedene Endlose. Mache ich denen Angst oder warum gehen die alle weg und drehen, anstatt sich einfach umzudrehen und hier weiter rumzustehen? Du weißt, wenn du gerade einen alten Bekannten getroffen hast, dass er wahrscheinlich gerade gestorben ist, irgendwie, ja? Hm. Okay. Die Hexagone sind keine aggressiven, aber die Affenviecher sind aggressive Gegner. Aber das scheint die hier nicht zu stören. Wie gesagt, es sieht gut aus. Oh, Shopping. Also das Popcorn hier soll man probieren. Nehme ich doch was. Okay, die kommt jeden Tag hierher und immer wenn sie jemanden sieht, bitte esst das Popcorn oder was? Mal gucken. Wir kriegen einen Tisch, um Popcorn zu essen. Das können wir nicht einfach im Stehen essen, doch. Der Geschmack wurde also mit Hilfe von Erinnerungsdaten reproduziert, wie er unser Eins wohl munden wird.
Aber wo ist der Geschmack? Das schmeckt ja nach gar nichts. Nicht, dass sie hier gleich umfallen, wenn wir sagen, ist scheiße. Okay, ready? Ewige Freude und unendlicher Schmerz. Okay. Moment, ist das ein Gegner in dem Gebiet? Der Roboter, den sie benutzt hat? Moment. Ich gehe da mal kurz rüber. Ja, das ist hier ein Gegner in dem Gebiet. Aha. Nein. Böse Affe? Lass das. Okay. Ist gemacht, dass er nicht weiter als bis zur anderen Treppenseite kann. Also, hier sollen wir den blonden Typen irgendwo finden. Verdammt, das muss ein Albtraum sein. Da treffe ich sie nach all den Jahrzehnten endlich wieder und dann das. Ist was? Willst du vielleicht... Wie du vielleicht merkst, habe ich gerade ganz andere Sorgen. Bitte, fass dich kurz. Dein Freund hat mich also in einer Misere beobachtet und fing an, sich zu sorgen. Und als er mich dann aus den Augen verloren hat, hat er sich mit dir zusammen erneut auf die Suche gemacht? Gäbe es doch nur mehr so reine Seelen wie euch in dieser Welt. Nein, danke, ich möchte meine Seele behalten. Naja, wird mir die noch weggenommen. Nun, der Grund für mein Leid, dass ich den Verlobungsring verloren habe, mit dem ich meiner Freundin einen Antrag machen wollte. Oder besser gesagt,
Er wurde mir entwendet. Von einer ganz ulkigen Bestie mit länglichen Gliedmaßen. Okay. Say no more. Dann. Nein. Einfach ein Verlobungsring klauen, was ist denn da los? Der ist nichts wert, nimmt den Hochzeitsring. Zwei Schritte zu weit gelaufen. Hier. Verlobungsring, endloser Liebe. Ja, der ist nichts wert. Ne? Das ist mein verlorener Verlobungsring. Hast du ihn etwa von diesem Biest zurückgewonnen? Für mich? Ich sage, der Helm sieht scheiße aus. Ich danke dir von ganzem Herzen und stehe auf ewig in deiner Schuld. Nun, da du ewig lebst, ist das mit der ewigen Schuld... Ja. Wir waren schon vor unserem Tod ein Paar, allerdings hatte es mich bereits einige Jahrzehnte vor ihr hierhin verschlagen. Doch wegen des anhaltenden Äthermangels kann nur ein Bruchteil aller endlos Gestalten verliehen werden, wisst ihr? Und darum war uns ein Wiedersehen für die längste Zeit verwehrt geblieben. Bis jetzt nehme ich an, eine äußerst interessante Geschichte. Das klingt ja ganz danach, als wärt ihr Neuankömmliche. Ankömmlinge, habe ich recht. Die Erinnerungen, auf deren Basis wir erschaffen wurden, sind zwar in den Hauptsystemen gespeichert, nicht mehr als 10% werden jedoch tatsächlich auch in eine Gestalt fällt. Okay. Für mich ist das jetzt das dritte Mal, aber bei jedem neuen Erwachen fühlt es sich so an, als wenn immer weniger und weniger Endlose über die Straßen der Stadt wandeln würden. Darum halte ich es auch für ein Wunder, dass ich meine Freundin endlich wiedersehen konnte. Zugegeben, die Wahrscheinlichkeit, eine Bekanntschaft aus seinem Lebzeiten wieder zu treffen, scheint ziemlich gering, von einer geliebten Person ganz zu schweigen. Genau, und deshalb dachte ich mir, Euklase, du musst dieses Wunder nutzen. Mach hier einen Antrag. Eine Freundin, sie trug einen Regulator. Mein Tod hätte sie also in keiner Weise betrüben oder ihr weiteres Leben beeinflussen sollen. Und doch blieb sie bis zum Schluss unverheiratet und ohne neuen Partner. Sie meinte zu mir, dass auch wenn sie sich nicht an mich erinnern konnte, sie stets das Gefühl hatte, jemand Wichtigen an ihrer Seite gehabt zu haben. Klingt das nicht absolut absurd und schön? Oh. Der Verlobungsring ist zwar auch nur eine Nachbildung basierend auf
meine Erinnerung, aber trotzdem, für mich ist er ein Symbol unerfüllter Träume und Wünsche. Deswegen bedeutet er mir auch so viel. Bedeutet es mir auch so viel, dass du ihn zurückgewinnen konntest. Okay. Geht heiraten, werdet glücklich. Schnell. Bevor wir Fahrkarten. Richtig, für die Gondel. Okay, Gondelfahrt, Leute. Let's go. Geht schnell heiraten, wir haben vor, euch alle zu löschen. So ein bisschen. Vielleicht. Haben noch nicht ganz entschieden. Ich glaube nicht, dass wir die löschen. In welche Richtung fahren wir denn jetzt mit der Gondel? So lang, ne? Ja. Dann das. Und wir die XP mitnehmen, wenn wir die Map weiter aufdecken. Einsteigen, nicht stolpern. What the fuck? Halt, stopp. Warum habe ich hier eine romantische Gondelfahrt? Mit Raha. Hä, was ist hier los? Frech. Ich hätte gerne Alizée oder Ishtola gehabt. Das ist ja wie ein Fanservice für die weiblichen Spieler jetzt. Nein, sie hat anscheinend ja gesagt, ging schnell. Sag mal, erinnerst du dich eigentlich noch an meine Worte von damals? Du weißt schon, dass das Leben selbst unsere Antwort auf das Ende sei und was du noch so auf deiner Reise entdecken wirst. Aber dass uns auf dieser Reise so etwas erwarten würde, die Ungewissheit, die uns auf Schritt und Tritt begleitet, ha, sie hat schon etwas Wundersames. Hast du eigentlich manchmal das Verlangen, jemand Verstorbenen noch einmal wiedersehen zu können? Ich habe es ehrlich gesagt öfter. Mehr noch als alles andere wünsche ich mir jedoch, dass sie am Leben wären. Gesund. Munter. Und vor allem glücklich. Bei Zeiten habe ich dafür alles gegeben, sie zu retten. Alle mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft. So manch einen konnte ich tatsächlich vor Unheil bewahren. Andere wiederum. Andere musste ich gehen lassen. Hätte ich anders gehandelt, wenn ich von solch einem Ort gewusst hätte? Sag, kannst du dir vorstellen, wie es wäre, hier ein Leben ohne Angst vor Verlust zu führen? Ja, ne, wir wissen ja aus der Story von Shadowbringer, dass Raha natürlich aus der Zukunft kommt. Er wurde ja nur mit dem Kristallturm
aus der Zukunft in die Gegenwart der Splitterwelt teleportiert. Und in der Zukunft waren ja wegen dieser... Was war das? Die Galea hatten diese Biowaffe, die Schwarze Rose oder wie das Ding heißt, ja in seiner Zeit ja benutzt. Dadurch sind zigtausende Menschen gestorben und dadurch haben sie dann diesen Plan entwickelt, mit dem Kristallturm zurückzureisen, uns zu warnen davor, was die Galea vorhaben. Und da hat er natürlich sehr, sehr viele Leute verloren. In seiner Zeit, dass er eigentlich kommt. Und natürlich, dann ist er als König, als Herr vom Kristallturm in Shadowbringers natürlich auch, wird er natürlich auch einige Leute verloren haben. Ja. Und wenn man Stories gibt, wie manche Idioten, die ich gesehen habe, die am Freitag gestreamt haben. Oh, ich spiele jetzt Final Fantasy 14 hier. Und dann alle am Story skippen sind. Nun ja, dann weiß man sowas natürlich nicht. Okay, dieses Viertel sieht dann genau... Ja. Ist das einmal wie so ein Venedig-Kanal-Stadtviertel? Mhm. So, hier sind die anderen. Tränen der Andacht. Da ist der Platz, okay. Ist jetzt keine Tränen. Ich habe zuerst nicht gesehen, dass wirklich Wasser drin ist. Ich habe zuerst gedacht, das ist so... Ja, okay, ist ein leerer Brunnen, der nicht funktioniert. Deshalb bin ich eben reingesprungen. Let's go. Krinon Anvil, lass noch etwas auf sich warten. Und ich bin auch gerade erst angekommen. Konntest du ein paar Endlose kennenlernen? Aber hallo, sie scheinen alle so glücklich und zufrieden. Als ich mich mit ihnen unterhielt, da konnte ich mir ein Lächeln kaum verkneifen. Und bei euch gab's was Interessantes? Essen schmeckt ganz schrecklich hier. Es schmeckt nach nichts. Ihr habt recht, ganz furchtbar. Lass uns wieder gehen. Was? Dann habt ihr ja ein wahres Wunder miterlebt. Zwei Liebende, deren tragische Geschichte hier im Jenseits ein glückliches Ende findet. Nur bis wir sie gelöscht haben. Ein Wunder. Ich will ja nicht die Stimmung verderben, aber so etwas passiert hier durchaus öfter. Dieses Jenseits ist nämlich eins, das von einem Betriebssystem genauer errechnet wurde. Zugegeben, ein Wiedertreffen von Bekannten und Freunden ist tatsächlich äußerst selten. Sollte jedoch ein unerfülltes Verlangen vorliegen, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Keine Magic, nur Programmierung. Aha. Ein unerfülltes Verlangen, ein Paar, das durch den Tod entzweit wurde, passt da natürlich perfekt. Aber trotzdem gibt es etwas,
das mich nach wie vor stutzig macht. Wenn wir Alklases Geschichte Glauben schenken, ist seine Verlobte erst Jahrzehnte nach ihm verstorben und trotzdem schienen beide ungefähr gleichen Alters zu sein, als wir sie antrafen. Nicht schlecht, deine Beobachtung. Ja, sie sieht ja auch nicht aus wie 110 irgendwas. Sie ist ja vor 80 Jahren mit Gulul Jaja rumgezogen, dann war sie nochmal 30 Jahre hier und davor war sie auch schon ein paar Jahre alt. Also, hä? Es ist so, das Erscheinungsbild der Endlosen basiert angeblich nicht nur auf ihrem Äußeren zum Todeszeitpunkt. Und nur um das klarzustellen, das folgende ist eine reine Hypothese meinerseits. Jedenfalls besagt eine meiner Vermutungen, dass Endlose stets die Form zum Zeitpunkt ihres glücklichsten Selbst annehmen. Trifft das denn auch auf dich zu, abgesehen davon, dass die Bestimmung des Alters von Chitona sowieso eine Wissenschaft für sich ist? Nun ja, es gab so unglaublich viele tolle Momente in meinem Leben. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber wie ihr bestimmt inzwischen wisst, bin ich ja für allerlei Dinge zu begeistern. Sei es Wissen über die Tierwelt oder Elektrotechnologie. Meine Neugier ist einfach unersättlich. Die ist auch nur einprogrammiert. Was ich sagen will, mein Glück ist es, Neues zu entdecken und zu lernen. Und ich denke, das ist auch gut so. Seht ihr, wie jetzt zufrieden die anderen Endlosen hier sind? Genau das ist der Grund, warum sie nichts hinterfragen, warum sie die lebende Erinnerung gar nicht mehr verlassen wollen. Aber ich bin da anders. Selbst nach meinem Tod trieb mich meine Neugier dazu, auch weiterhin an den Geschehnissen der echten Welt teilzunehmen. Und mit Hilfe meines neu gewonnenen Wissens schnappte ich mir einen Maschinenkörper und wagte mich gar zurück. Haha. Du bist wirklich nicht zu halten, was, Kafkiva? Das kannst du laut sagen, aber genug von mir. Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könnt, während wir auf Kiele und Eleni warten. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, ist dieser Springbrunnen hier abgeschaltet. Er mag zwar schön aussehen, aber das ist alles nur Schein. In Wirklichkeit ist er schließlich mehrere hundert Jahre alt und damit komplett heruntergekommen. Früher sollten hier regelmäßig Wasserspiele abgehalten worden sein und mit eurer Hilfe können wir diese Tradition ein allerletztes Mal wieder aufleben lassen. Danke, um besser in die Szenerie zu passen, wurden die Schalter in den umliegenden Straßenlaternen angebracht. Wenn der Brunnen dann repariert, ist, können wir ja alle zusammen die Vorführung bewundern und uns zum Hydrosystem begeben. Okay. Hand auflegen hilft.
habe 2 gemacht. Wie viel habt ihr geschafft? Ja, kein? Kein einzigen habt ihr angemacht? Hm. Wir haben die Schalter gleichgeschaltet und den Kreislauf wiederhergestellt. Genau wie es uns erklärt wurde. Vielen Dank. Hoffentlich funktioniert jetzt alles wieder wie gehabt. Oh. Unglaublich. Ist das Final Fantasy 9 Musik? Guck mal, Mama! Guck mal! Oh. Ja, wunderschön. So was Bezauberndes habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, sie ist wirklich hier. Oh, wo steckst du nur? Wo klar? Nein, das kann nicht. Namika. Entschuldigung. Habt ihr zufällig ein junges Schabralmädchen hier in der Nähe gesehen? Du bist doch Namika, oder nicht? Ich bin's! Wuklamat! Ach, was mache ich bloß? Die Kleine. Wir sind zwar nicht verwandt, aber sie ist wie eine Tochter für mich. Dann musst du nicht mehr suchen. Es ist alles gut. Du hast sie bereits gefunden. Wuklamat? Ganz genau, Namika. Ich bin's. Oh, Wuklamat, da bist du ja. Aber Moment, dass du hier bist, bedeutet doch... Keine Sorge, ich bin noch am Leben. Ach du meine Güte, wie schön. Du glaubst gar nicht, wie froh es mich stimmt, dich wiederzusehen. Oder träume ich etwa? Nein. Und ich freue mich auch, Namika. Mehr als du dir vorstellen kannst. Ich bin einfach so glücklich, deine Stimme zu hören. Aber sieh doch mal an, Kleines, wie groß du geworden bist. Und du wirkst irgendwie so reif. Du hast so einige Hürden auf deinem Weg hierher überwunden, nicht wahr? Vergiss nie, wie weit du gekommen bist, Wuklamat. Ich bin stolz auf dich. Ohne meine Freunde hier hätte ich das niemals geschafft.
Und außerdem, ich bin, wer ich bin, weil du mich großgezogen hast, Namika. Was auch geschah, du hast immer an mich geglaubt und mich bei allem unterstützt. Du hast mich wie eine Tochter geliebt. Und darum warst du mir die beste Mutter, die ich mir jemals hätte wünschen können. Danke für alles. Ach, was für ein liebes Kind du bist, Wuklamat. Ich bin so glücklich. Und was für ein erfülltes Leben ich doch hatte. Dich zu treffen, war das Beste, was mir hätte passieren können. Als ich mein leibliches Kind an eine Krankheit verlor, fühlte ich mich lange Zeit in schier endloser Dunkelheit gefangen. Doch das unschuldige Lächeln deines kleinen, süßen Gesichtes brachte Licht in meine Tage. Du wurdest zum Leuchtfeuer der Freude in meinem Leben. Und du warst meine Freude, Namika. Du gabst mir den Mut, voranzuschreiten. Dass ich diese Gelegenheit erhalten würde. Es gibt nichts, nach dem ich noch verlangen könnte. Ich glaube, es ist langsam Zeit. Bitte pass auf dich auf, Wuklamat, ja? Das werde ich. Danke, Namika. Danke für alles. Bis wir uns wiedersehen. Das ist also der Schmerz, den du auf ewig tilgen willst, Fena. Aber trotzdem. Der Tod ist Teil des Lebens, wenn alles ewig weitergehen würde. Wo ist da der Sinn? Wofür würden die Leute überhaupt leben wollen? Kommt! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, dann gehen wir den ersten Speicherturm kaputt machen jetzt. Damit wir alle Leute, die wir gerade kennengelernt haben, löschen können. Moment, warte mal. Okay, random Mount. Yay. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, der Weg ist gesperrt. Schlecht. Da auch. Hä? Also warum ist denn hier überall der Weg gesperrt? Oh, eine Windederquelle. Lass mal da. Können wir hier rum? Aha, ja. Mhm. Okay, ich gucke mir das hier mal an, was hier los ist. Und dann machen wir im nächsten Part mit der Story weiter. Bis dahin, ciao Leute.